Hallo und willkommen zurück zu Dead Age Tag 38. Und jetzt müssen wir erst nochmal auswählen, dass wir den. Achso, jetzt müssen wir erstmal den Kampf machen. Nee. Okay, da war vorher, glaube ich, ein Hund beim letzten Mal. Blub, 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 blub. Machen wir erstmal den hier kaputt. Gut. Nicht so gut. 51. So, und einmal durchbrechen. Jetzt wird zu lang. Aber das heilen die sowieso wieder hoch. Naja, die mit ihren 50 vielleicht nicht. Gut. Passt. Mhm. Ja. Ja. Und. Genau. Entscheide, wer das Camp verlassen muss. Geistig gestört. Hm. Ja, das könnten alle möglichen sein, schlussendlich. Ich würde erstmal Mason nehmen. Das könnte aber genauso gut Sharon sein. Es könnte auch diese Verrückte sein, mit der ich da hier diese Dating-Touren unternommen hatte. Es kann auch sein, dass ganz am Anfang ich eine Quest mal nicht erfüllt hatte. Da kann ich mich aber nicht mehr recht dran erinnern. Ja, wir nehmen den Mason. Mhm. Gut, jo. Also, die ist gestiegen. Okay. Ja, die kann eigentlich. Also, die. Kämpft ja normalerweise nicht. Nehmen wir halt hier irgendwas an Kampf. Ja, halten wir so. Nur für den Fall. Und dann haben wir jetzt aber auch keine wirkliche Quest, außer ja, hierzu abzuwarten. Okay. So, dann kann. Da haben wir jetzt die neue Pistole. Ne, die Pistole hatte ich vorher schon. Ach so, genau. Die, die neue Rüstung. Hose war das. Das ist schon schick. Und da hatten wir aber jetzt auch noch dieses Teil zum Verstärken. Stärken, oder? Oder nicht? Da. Dann machen wir das noch mal besser. Mhm. Das hier können wir auch austauschen. Ja, sehr schön. Ja, bei denen müssen wir dann mal gucken. Die legen jetzt erstmal alles ab. Und da muss ich das gleich da anziehen, bei denen die Wache schieben. Oder bei denen, die wir mitnehmen. Die wird irgendwas bauen. Da haben wir leider immer noch zu wenig, um was Gescheites, was
was der Hauptcharakter noch braucht zu bauen. Und hier haben wir ja jetzt auch keine neuen. Doch, da haben wir vernünftige Sachen. Wir könnten halt nochmal eine Schrotflinte bauen. Oder nochmal so einen Schlagstock. Ich glaube, das könnte ganz vernünftig werden. Ja, machen wir das. So, also, dann sollten wir schon, denke ich, wieder eine Expedition machen. Das geht schlussendlich ja aber auch nur in die Wüste. Alles andere macht wenig Sinn. Gerade hier mal gucken, aber Gewehrmunition Gold könnte noch sinnvoll sein. Da müsst ihr mal gucken, was wir noch Sachen verkaufen. Der könnte theoretisch hier das Medkit verwenden. Sollte er vielleicht auch. Ja. So. Den müssen wir ja auf jeden Fall mitnehmen. So, dann machen wir erstmal wieder die wir auf Jagd schicken müssen. Das war der mit dem Gewehr. Den halten wir erstmal, schicken wir den hier auf Jagd. Oder wir bauen Zeug. Moment. Der hier konnte das auch noch, oder? Ja. Pistolmunition, Stahl können wir auf jeden Fall brauchen. Vielleicht ist es auch gar nicht so nützlich, noch einen Ausflug zu machen. Dann war es natürlich jetzt auch etwas unsinnig, dieses Ding zu verwenden. Wobei, ein bisschen Schaden hat er ja. Wir brauchen auf jeden Fall zwei Wächter. Dann haben wir jetzt noch... Ja gut, wir haben den Typen natürlich jetzt verloren. Ach, die sind aber auch wieder. Die habe ich doch eben noch umgestellt, dass die... Okay, dann... Die könnte Handwerk irgendwas machen, das bringt's aber nicht. Die kann nur Wächter machen, damit hätten wir drei. Die ist sowieso mehr oder weniger kaputt. Das heißt, die sollte... Die kann halt hier leider gar nichts. Die könnte das hier wieder machen. So. Jetzt haben wir alle eingeteilt. Außer noch die beiden Jäger. Ja, ich glaube, an zusätzlichem Material werde ich jetzt hier auch nichts finden. Deshalb könnten wir auch eigentlich hingehen. Wir müssten ja auch eigentlich sogar noch mit zwei jagen.
Mindestens mit einem, aber bei einem würden wir schon Nahrung abgezogen bekommen. Die drei Wachen ist wahrscheinlich zu viel. Wir machen lieber mal bei der, dass die auch noch Pistolenmunition baut. Der kann nur Wachsamkeit. Genau, dann stecken wir den noch auch auf Wachsamkeit, dann ist der Tag vorbei. Das hier können wir direkt mal rauskaufen. Und den hier eigentlich auch. Und die Pistolenmunition können wir, denke ich, auch brauchen. Gewehrmunition. Jetzt müsste ich noch gucken, dass wir die hier ausrüsten. Die war auch Wache. Ja. Mhm. Ja, dann machen wir hier mal einen Tag nix. Wir brauchen halt auch dringend mehr Ammo. Und nochmal Wächter. Jawohl. Und dann gucken wir mal, was das Event bringt. Zombie-Horde. Da müssen wir direkt mit Durchbrechen anfangen, aber ich glaube, die haben jetzt alle keine. Ah, das gibt's doch nicht. Also. Na gut, der kann ja sowieso nachheilen, das passt. Gut. Oh, sehr schön. Ja. Mhm. Acht Materialien bietet es euch im Gegenzug. Diese, wir haben sowieso nicht genug. Und Cappy ist auch Schrott. Ablehnen. Ja. Ach so, die nächsten Tage ab, ob du die richtige Entscheidung getroffen hast. Nicht nur den nächsten Tag. Okay. Irgendwer ist gestiegen. Die hier. Mal weiter den hier pushen, auch wenn das eigentlich ziemlich unsinnig ist. Ja, ich hätte wahrscheinlich besser die Pistole noch gesteigert. Es ist zu spät. Ja, jetzt haben wir aber auf jeden Fall genug Nahrung und dann können wir auch losziehen. Die ist auch wieder fit. Dann sollten wir aber auf jeden Fall noch jemanden mit einem Gewehr mitnehmen. Entsprechend wird das
er hier sein. Das ist mal gleich noch aussortieren. Oder machen wir direkt. Der ablegen. Das anlegen. Warum? Dann hatte die Superpistole. Die geht dann hier hin. Das bedeutet, dass die dann das Ding nimmt. Das. So, dann rüsten wir die noch gerade mit Ammo aus. Aber das ist natürlich immer noch nicht wahnsinnig viel. Also wir können zwar jetzt hier eine Expedition machen. Aber große Sprünge werden wir hier auch nicht machen können. Dafür können wir jetzt, brauchen wir nur einen Jagen schicken. Also schicken wir den mal jagen jetzt. Achso, wie sieht's hier aus mit dem Heilen? Der kann heilen, der kann auch heilen, okay. So. Das Ding ist natürlich mies, der kann, aber es ist nur 6 geworden, leider. Der ist 5, ist 3. So, dann kommen die Wachen wieder. Ach, Sanitäter fehlte auch noch. Da hätte ich auf jeden Fall was anderes steigern sollen. Macht auf jeden Fall Wache. Dann... War das nicht sogar die Verrückte? Dann, ja, Sharon, die sollte wieder, die hat zuletzt Arzt gebaut, die macht jetzt hier, da müssen wir was verkaufen, sieht's aus mit neuen Waren, das dauert noch, ja, ein Tag. Die Level 1 Sachen, die kann ich schon verkaufen. Vor allem, wenn ich da mehrere von habe. Alte Kleidungsstücke. Die sind aber halt auch leider nichts wert. So, da ist sowieso so viel von da, das kriegt man nicht alles verbraucht. Okay. Dann war ich da irgendwas am Herstellen. Achso, ja, mach mal erstmal hier. Was kann die denn jetzt noch bauen? Da ist ja jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel Material.
Wir könnten noch mal eine Hose bauen. Machen wir das. Bauen wir noch mehr Munition. Wir haben natürlich jetzt einen Jäger mitgenommen. Wir können auch einfach die billigste Munition ist zwar jetzt nicht so schön, aber Hauptsache wir haben Munition. So, die sind ausgerüstet. Dann gucken wir mal gerade noch auf die Wachen. Ja, dann kriegt jetzt. Ja, wobei. Na, das will ich dann lieber im Einsatz verballern. Hier bei der Wache, da brauchen sie eigentlich nichts. Da haben wir noch billige Messing-Ammo. Packen wir die auch mal weg. Ja, das Hin- und Her-Geschalte ist schon ein bisschen dumm. Okay. Damit hätten wir das. Mhm. Level 1 Knüppel. Gut, dann werden wir nochmal wohl in die Wüste gehen. Weil wir da diese Militärkleidungsstücke herbekommen. Ist natürlich kostspielig, was Munition betrifft. Aber wir müssen halt sowieso was machen, um halt mit den Werkzeugen immer oben zu bleiben. Ja, gehen wir mal wieder in die Wüste. Ich weiß gar nicht, ob man jetzt hier so hinreisen könnte. Da ist ja nichts. Wir gehen in die Wüste. Hm. Nee, ja. So. Den Groupie können wir direkt angreifen. Pistole, Kopfschuss. Nee. Dann. Mhm.
Na, das reicht gerade so nicht. Und dann machen wir hier einen durch... Achso, Moment, der könnte auch... Dann machen wir den empfindlichen Angriff. So. Ja, das ist schon unschön. Aua. Geblockt. Der stirbt aber dadurch immer noch nicht, oder? 12%. Er wird wahrscheinlich ganz knapp überleben. Ne, tut er nicht. Wunderbar. Eliminator. Das war nichts. Da können wir dann direkt mal wieder heilen. Das sollte auch so passen. Na toll, Fallenteile. Die Gruppe entdeckt einen provisorischen Forschungsbereich vom Wissenschaftler. Ja, ja, ja. Werkzeuge, Serum oder leere Spritzen. Ja. Mhm. Für Serum wäre es das jetzt nicht wert gewesen, aber die Werkzeuge hätte ich gerne gehabt, wenn es welche gegeben hätte. Die haben alle 30%. Dann gucken wir mal, dass wir hier einen... Vielleicht... Wobei, kriegen wir auch nicht direkt umgepustet, weil... Ja, probieren wir. Er hätte eh nicht gereicht. Okay, Kopfschuss. Machen wir. Was kann der? Molotow-Cocktails. Hat aber jetzt auch nicht funktioniert. Und da kommt er auch schon. Na gut. Ja. Bums. Sehr schön. Und die macht genug Schaden, oder? Ja. Wobei. 30%. Das sollte aber klappen. Mhm. Eine Bodensalve kostet aber auch 3 Schuss. Wir könnten auch einfach nur normal draufhacken. Das sollte auch reichen. Es dauert halt ein bisschen länger. Wir können auch Eliminator hier mal machen, um das zu refreshen. Jo. Groupie, Cowboy, Cowgirl. Wir greifen als erstes wieder den Groupie an. Ordentlich Aua. Schön. Sehr gut. Dann ist die auch jetzt kaputt.
empfindlicher Angriff reicht, glaube ich nicht. Das hier könnte funktionieren. Ja. Schön. Und die kann einmal heilen. Ja, und dann brauchen wir nur noch. Wobei, da kommen wir. Ne, da kommen wir nicht. Dann halt so. Naja, Materialien. Okay, Lieferwagen. Plündern. Naja, okay, kann man mitnehmen. Oberschwester und Wissenschaftler. Oberschwester. Ja, wir könnten jetzt entweder die Oberschwester killen. Sehr schön. Und sehr gut. Und dann jetzt einfach draufhacken. Können wir auch ohne Munition machen. Die Fallenteile, die nutzen mir hier herzlich wenig. Rupee. Mhm. Na! Der durchschlagende Schuss. Mhm, gut. Kaugol hat aber eine hohe. Ne, hat keine hohe Verteidigung. So. Kriegt ihr den Tick nicht mehr ab. Das nutzt mir nicht so viel. Aha, sie ist unverschlossen. Öffnen. Nützliche Dinge. Oh. Aber Level 1. Das ist so nützlich nicht. Bisher war die Expedition doch ziemlich sinnlos. Greifen wir die Wissenschaftlerin normal an.
Jetzt hat die 2 Dots pro Runde. Das hat auch nicht funktioniert. Das ist natürlich auch ziemlich Munitionsverschwendung eigentlich. Aber da würde ich gerne diese so schnell wie möglich tot bekommen. 68. Ja, kommt, normaler Angriff. Aha, schön, Werkzeug. Jetzt müssen wir aber mal gucken, dass du die Ausrüstung... Ah, 10. Da ist noch okay. Das ist auch noch okay. Mhm. Das Fiese an dem ist halt, dass er direkt angreift, wo man auch nichts gegen machen kann. Ja, immer den Cowboy. Na, ah, geblockt. Alles auf die. Mit einem Schuss wird er auch nicht sterben, dann kann er auch normal angreifen. Exekution auf den hässlichen. Da. So, ist weg. Weil der hätte jetzt direkt wieder angegriffen. Machen wir erstmal nichts. Da wäre es vielleicht sinnvoll, einen so eine Arzttasche zu verwenden. Oder die beiden, damit hätten wir hier wieder Platz freigeräumt. Machen wir das so. Aha, der glücklicherweise schon geöffnet war. Aber Materialien sind halt so... Meh. Okay. Dann, da können wir wieder normal draufhacken, nehmen wir, oder drauf schießen. Die hat ja auch noch wenig. Mit ein bisschen Glück. Nein. Aber dann ist die jetzt tot. Mhm. Das heißt, den werden wir eliminieren. So, und den hier werden wir richtig eliminieren. Das hat nicht geklappt. Okay. Er hat noch 102, das heißt aber jetzt auch, dass er mit einem Angriff im Eimer ist.
Ja, und da können wir einfach nochmal draufhacken. Sehr schön. Na, zwei Wellen. Okay, der holt zusätzliche Leute. Die hat 30% Rüstung. Das war nichts. Da ist der zusätzliche. Dann können wir aber jetzt den durchschlagenen Schuss machen. Gut. Und der müsste jetzt weg. Oh, sehr gut. Und die können wir jetzt einfach noch kaputt knüppeln. Ah, jetzt haben wir natürlich noch genau die zweite Welle. Groupie. Ach, da haben wir den wieder. Das war nicht so effektiv. Eliminator. Schön. Der hat aber die hohe... Ne, hat auch nur Verteidigung 30. Ja, mit Eliminator tun wir da nichts. Streuschuss ist eigentlich unnütz. Machen wir mal einen Angriff. Autsch. Okay, der stirbt die nächste Runde. Ah, da hätte ich noch diese eine Fähigkeit nehmen sollen. Kleidung, Aufrüstung, aber Crafting-Material. Das bin ich jetzt gerade zurück zu Steam wieder geflogen. Aus irgendeinem Grund. So, ja, was kann der noch machen? Survival noch weiter trainieren macht, glaube ich, keinen Sinn. Dafür, das würde noch viel zu lange dauern. Feuer erwidern. Das hier wäre nicht verkehrt. Also machen wir einen hier und dann nehmen wir den zusätzlichen Schaden noch mit. Dann sind wir bei 9. Ja, das geht. Nehmen wir den Cowboy. Ach shit, das hat nicht geklappt. Wenn der jetzt auch durchbrechen macht, dann habe ich nachher niemanden, der die umwerfen kann. Also macht der jetzt mal einen normalen Angriff nur da drauf, auch wenn das nicht so wahnsinnig effizient ist. Da habe ich das Falsche ausgewählt. Ja,
Shit. So, Eliminator auf den. Nee. Kopfschuss. Schmerzen. So. Okay, dann machen wir jetzt hier einmal den empfindlichen Angriff, um den hier. Na, das hat nicht geklappt. Gut. Wieder nur Material. Wissenschaftler, Patient, Patient. Da könnten wir uns jetzt wieder dran hochheilen. Aber die Frage wäre jetzt vor allem Dingen, macht das noch Sinn? Weil so viel Munition habe ich nicht mehr über. Ja, wir haben ein paar Werkzeuge bekommen. Zwei Stück, wenn ich mich nicht irre. Und das muss jetzt auch... Na, wobei, einen Kampf können wir noch machen. Ja, machen wir den einen noch. Aber ohne Hochladen dann. Und dann werden wir auch gehen. Nehmen wir den... Wissenschaftler mit Schaden. Ja, das war nicht so schön. Mhm. Machen wir den. Sehr schön. Na, gerade der, den wir hätten umwerfen wollen, der nicht, aber schon okay. Nahkampfschaden reicht sowieso nicht, um die zu killen, aber wir können es so machen. Pistole, Kopfschuss. Sehr gut. Weil wir wollen ja Munition sparen. So, und den müssen wir jetzt... Ja, pusten wir den halt um. Mhm. Ne, das machen wir nicht. Und dann kehren wir zurück. Jetzt sind wir auch bei 11. Das muss so reichen. Moment. So. Jo, wir haben zwei Werkzeuge gefunden. Wir haben entsprechend die auch... Ne, wir haben drei Werkzeuge verbraucht. Na, okay. Aber weil wir auch was gebaut haben. Mhm. Es wurde nichts gestohlen. Tag bricht an. Mike, das Wichtigste in der Kurzfassung. Das Militär plant eine Bombardierung und Ausradierung der noch lebenden Bewohner. Was? Wir haben jedoch die Chance, in einem Bunker der Wüste unterzukommen, den wir zuerst finden müssen. Was zum Teufel?
Wir müssen Ruhe bewahren, sonst gehen wir vor die Hunde. Besser, wir reden noch in der Bar miteinander für mehr Informationen. Wichtig zu wissen, die Bombardierung soll am Tag 42 stattfinden. Bombardierung. Tag 42. Wir haben also nur noch 2 Tage Zeit. Hey Mike, ich habe da noch mehr Informationen, die dir helfen könnten, diese ganze Scheiße zu überstehen. Dazu musst du mir natürlich vertrauen. Ich rede besser unter 4 Augen mit dir in der Bar. Du wirst überrascht sein. Okay. Interessant. Dann haben wir auf jeden Fall ein neues Ziel. Wie sieht's denn aus mit dem anderen Job? Den haben wir immer noch. Oh, rede mit Terrence in der Bar. Ist ein zusätzliches. Und der Anschlag ist aber auch noch nicht erfüllt. Na gut, dann hier erstmal einen Schnitt und dann schauen wir beim nächsten Mal weiter. Bis denne!